Apienfedern einsammeln für Pfeile, die wir später brauchen. So. Da gucken wir mal, was in dieser Truhe hier ist. Da kommt schon wieder eine Truppe Mantrakehe. Den Berg runter. Okay, die laufen weg. Gut. Was haben wir hier drin? Magischen Ring. Großer Zaubertrank. Nur ein Ring des Lebens. Okay. Also gut, die kleine Truppe Mantrakehe da, die lassen wir in Ruhe. Die rennen vielleicht auf die Zwerge los. Wir sind fast da. Angrosch hat dies zu unserer Schicksalsstunde erkoren. Jetzt oder nie. Ja, deswegen speichern wir hier sicherheitshalber mal Let's Play. Let's Play Ende. Weil bald wird es zu Ende sein. Oh, wir kriegen sogar noch ein Autosave. Ich hätte mich noch mal vorher buffen sollen. Laden. Na klar, ja. Also. Konstitution. Konstitution. Gewandtheit. Gewandtheit. Die Attribute kosten zum Glück nicht viel. Falkenauge noch auf euch beide. So. Kriege ich jetzt vielleicht nochmal ein Autosave? Ja. Sehr praktisch. Ein Zwerg. Ein Sanja. Das bin ich. Candidus. Okay, der erste ist weg. So, der ist ausgeschalten. Ein großer Heiltrank. Sicher ist sicher. Dass Gwendala umgehauen hat, ist jetzt nicht so gut. Alles klar. Okay, noch einmal ordentlich heilen. Töte Magoras Wachen. Magoras Wachen sind beseitigt. Der Weg ist frei. Halte Magora auf. Magora hält auf dem Gipfel das Ritual ab, das Aldakor Unsterblichkeit verleihen soll. Ich muss Magora aufhalten, bevor sie ihr Werk vollenden kann. Wenn Aldakor das Adamantenherz verschlungen hat, ist es zu spät. Ja. Genau das wollen wir ja nicht. Deswegen speichern wir jetzt nochmal drüber. Und Gwendala kriegt jetzt die guten Pfeile. Sie hat eh gerade nichts mehr im Köcher. Habt ihr noch was Wichtiges, Nützliches? Kriegsbolzen habt ihr dabei. Und Drachenblut.
Ja, das wird jetzt der Endkampf. Alle auf Malgora losgehen. Phorax. Ja. Ja, Malgora ist besiegt. Erwecke das Adamantenherz. Ich muss das Adamantenherz mit dem Thesiskristall berühren, damit Umbakus schlafender Karfunkel wieder erweckt wird. Nur so kann ich endgültig verhindern, dass Algakor unsterblich wird, wenn er den Karfunkel verschlingt. Heil dich mal selber. Es wäre schade, wenn du nochmal umfallen würdest vorher. So, Malgora hat nichts dabei. Und wir könnten jetzt hier nochmal, bevor wir den Thesiskristall berühren, Ende 2 speichern, sicher ist sicher. So. Und dann berühren wir das adamantene Herz. Sehr beeindruckend, aber ihr kommt zu spät. Das Ritual kann nicht mehr unterbrochen werden. Ardakor wird kommen und über die Welt herrschen. Ihr jedoch seid nicht würdig, diesem Ereignis beizuwohnen. Seht meine wahre Gestalt und sterbt. Wow, bist du hübsch. Ja. Berg der Entscheidung. Ah, die Karfunkelhöhle. Rette den Karfunkel. Ich habe es geschafft. Ich habe den Karfunkel mit dem Thesiskristall berührt. Soll Aldakor doch kommen und das Adamantenherz verschlingen. Es wird ihm alles nichts mehr nützen. Zumindest wenn Rakorium Bericht behält. Oh Gott. Ja, erwecke das Adamantenherz. Es ist vorbereitet. Umakurs Karfunkel ist erwacht. Nun mag Aldakor kommen. Er wird eine feine Überraschung erleben. Töte Malgora endgültig. Malgora ist noch lange nicht bezwungen. Sie ist als scheußliches Abbild einer Drachenkreatur wieder erwacht. Ich muss sie besiegen, damit dieser Albtraum endlich ein Ende hat. Ja, das wird dann das Lustige werden. Aufgepasst! Bei meiner Axt! Sanja! Alles klar. Zeritus. Zeritus. Oh. Hier taucht was auf. Magischer Bodeneffekt. Magischer Bodeneffekt. Oh, sie beschwört Skelette. Aufgepasst. Für Ardo. Das bin ich. Du heil dich mal selber. Du schießt weiter auf sie drauf. Okay, ein Kopf ist ab. Heil dich nochmal selber. Bei Angroschs Bart.
Du hau auf den Bogenschützen. Okay, das Gladys, da steht es nicht gut. Ah, das war noch weniger gut. Ich versuche mal bei meiner Axt. Weg da, Gwendala. Oh. Jetzt sind da zwei solche Skelette aufgetaucht. Nicht gut. Das bin ich. Candidus, mein Gladys, heil dich. Du schlag die Skelette kaputt. So. Gladys, was machst du? Ah, Malgora ist echt furchtbar schwierig, anstrengend. Das bin ich. Wie wär's mal mit Tränken? Aber da haben wir auch nichts Besonderes. Oh, aber was wir machen können. Ist unsere Waffen wieder pimpen. So. Okay, was es geht los. Beschworene Smaragdspinne. Candidus. Gracchi. Find's halt toll, dass die beschworenen Gegner halt immer den eigentlichen Kampf unterbrechen. Und das. Die Cutscene meine Leute an sie ran portet. So. Lass das mal vorgreifen. Bei meiner Axt. Mein Atem geht ruhig. Folgt mir. Dezeption. So, dann haben wir mal wieder Angriffe raus. Also ich glaube, jetzt ist Malgora so gut wie tot. Ja, sie ist tot. Plönk. Ja, das ist alter Kur. Du hast mich ins Leben zurückgerufen, um der
Tschüss, Umbrakor. Ja, jetzt warte ich auf die Credits, die irgendwie nicht zu kommen scheinen. Ah. Mal kurz gucken. Nein, so sehe ich auch keine Credits. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt Escape drücke, kommt wenigstens ein Ladebalken. Und ja, wir sind außerhalb des Spiels gelandet, im Hauptmenü. Ja, das war Drakensang, das erste Spiel, was gleichzeitig von der Chronologie her der zweite Teil war, nach Abfluss der Zeit. Irgendwie, jetzt wo ich am Ende bin von diesem Spiel und sich der Kreis damit geschlossen hat. Also ja, Drakensang am Fluss der Zeit war mein erstes Let's Play auf diesem Kanal. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich jetzt die Motivation hatte, Drakensang zu machen. War es aber doch schön, es nochmal durchgespielt zu haben. Nochmal das Ganze passieren zu lassen. Auch wenn es hier so Höhen und Tiefen gab und ja, man merkt, Drakensang 1 nicht so sehr poliert ist wie am Fluss der Zeit, hat es mir großen Spaß gemacht, es nochmal zu spielen. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, mir dabei zuzusehen. Ich mag das Spiel wirklich. Wie gesagt, es hat so seine kleinen Macken und es fehlt ein bisschen was hier und dort. Aber man kommt damit gut zurecht. Wir sind aber noch nicht am Ende der Reise. Denn es gibt da, wie mir in den Kommentaren zu diesem Spiel gesagt wurde, eine Mod, die nochmal eine zusätzliche Story geben soll, die wir uns auch noch angucken werden. Also ich werde versuchen, sie zu installieren, diese Mod. Ich habe den Namen nur leider jetzt gerade vergessen. Ich weiß aber, dass es sie gibt. Und dann gucken wir uns mal an, was uns dort für eine Story noch erwartet. Ja. In diesem Sinne spare ich mir erstmal hier das große Abschiedsgerede. Außer natürlich, ihr habt keine Lust, euch die Mod anzusehen. Also mir dabei zuzusehen, wie ich diese Mod ausprobiere. Diese Fan-Erweiterung, kann man sagen. Ja. Ich bedanke mich dann nochmal fürs Zusehen an alle die, die nicht weiterschauen möchten. Freue mich über die, die weiterschauen möchten. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß bei diesem Spiel. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Projekt oder bei dieser Fan-Erweiterung wieder. Also, in diesem Sinne, hi ho und bis bald.